So richtig für wahr gehalten habe ich es erst, als ich es gesehen habe. Ich war bei einem Freund und wir haben dann noch gewartet auf ein paar Journalisten und haben dabei ferngesehen, ja, und dann eben auch den Bericht über diese Pressekonferenz. Und da konnte man deutlich erleben, dass es etwas sehr Unterschiedliches ist, so Dinge mit dem Kopf aufzunehmen, zu hören, auch zu verstehen, auch zu sehen, was ist da passiert, aber das nicht wirklich nachvollziehen zu können, sich vorstellen zu können. Das habe ich dann erst später in der Nacht. Das hat uns irgendwann um 2 oder um 3 Uhr nachts dann noch rübergespült. Sie waren Ja, direkt in Warschau, noch an ja. der Grenze. Bei welchem Grenzübergang sind Sie denn gekommen? Heinrich-Heine-Straße. Und wie sah es da aus, als Sie ankamen? Ja, sehr voll, sehr voll. Und wir wollten eigentlich zuerst nur mal gucken, wie das an der Grenze aussieht, hatten gar nicht vor, rüber zu gehen, aber es entstand so eine Art Sog. Also wir sind dann doch noch rübergegangen. Ich habe in meinem Ausweis so neben dem Foto so einen dicken Stempel, ne, vom Grenzübergang, den habe ich mir auch aufgehoben. Und als wir auf der Westseite waren, hielt ein Auto neben uns mit einem jungen Mann, der sagte, wohin wollt ihr? Der hatte diese Nachricht auch im Radio wohl gehört und hat sich dann in sein Auto gesetzt und war seitdem unterwegs, irgendwelche Ossis zu Zielen fahren, die sie ihm genannt haben, ne? Als private Dienstleistung. Ja, und dann bin ich zu Freunden gefahren und wir haben den Rest der Nacht so in Berlins Straßen verbracht.